Ja, gut. Also wir sollen wohl auch alle Bauarbeiten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure, von dem ich schon lange meine, es müsste jetzt eigentlich mal vorbei sein. Allerdings stellen sich mir da immer wieder so klitzekleine Stolpersteine in den Weg. Und hier werden die Steine jetzt immer größer, wie ihr ganz offensichtlich sehen könnt. Ja, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir natürlich nicht von diesem Fahrzeug erwischt werden, welches natürlich seine feste Route fährt. Hier müssen wir die Kollegen schnell ausschalten. Ja. Die sind alle mit dem Schwert von Dr. Funfog überhaupt kein Problem mehr, die Gegner. Es sei denn natürlich, sie sind irgendwie mit Schusswaffen oder so bestückt, dass sie dich quasi mit Schüssen auf Distanz halten können. Aber ansonsten ist das hier alles super. Hier sind rote Klone. Da gucken wir jetzt mal. Okay. Kleeblättchen. Geile Scheiße. Da muss ich jetzt mal näher ranzoomen hier. Zu dem Kollegen da oben, ob ich den überhaupt fußläufig erreichen kann. So. Kann ich da hoch? So. Hoch, schön. Schön, 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 schön. Erreicht meine Magie nicht bis hin. Jetzt gucken wir mal, ob uns da oben bei den Steinchen was weiterhilft. Aber ich glaube sogar, da sich ja hier schon ganz offensichtlich auf dem Boden zeigt, dass hier irgendwie ein Fahrzeug normalerweise lang fährt, müssen wir uns diesen Weg hier sehr wahrscheinlich, oder? Ja, das kann man zwar anvisieren, ihr seht es ja selber hier, ne? Ich kann das tatsächlich als Ziel anvisieren, aber es wird nicht geschädigt, so tatsächlich. Das heißt, ich sollte jetzt probieren, mir hier tatsächlich irgendwie Zugang zu einem Fahrzeug zu verschaffen, um damit durch jede Barrikade zu brechen. Den Kollegen da, den kriegst du wieder natürlich nicht gescheit anvisiert, ist ja ganz klar. So, jetzt. Mal wieder ein bisschen ranzoomen, genau, jetzt da oben, der hat wieder das Mordsgewehr dabei, ne? Das sieht jetzt bloß im Moment noch nicht wie eins aus. Ich glaube aber, wir gehen da eher von der anderen Seite ran. Da oben sind auch wieder zwei Kameraden. Ja, das wird schon interessant hier. Vor allem sind das mal ganz andere Gegnertypen, ne? Das sind alles gut ausgebildete Martial Arts Künstler. Und das macht sie natürlich besonders gefährlich, ja? So. Sechs Herzen. Ja, das mit den Herzen ist gerade generell so ein klitzekleines Problemchen, habe ich das Gefühl, ne? Aber gut. Wir haben ja fünf Kleeblätter. Aha, aha, aha. Okay, hier geht's so stufig runter. Gott sei Dank jetzt hier auf so einer Distanz, dass der gar nicht weiß, wo die Bälle herkommen. Deswegen schießt er auch nicht auf mich. Da oben ist wieder ein roter Klon. Den werden wir hier noch nicht los. Nicht schlimm, gehen wir erstmal woanders lang. Hier gucken, dass wir nicht ins Wasser fallen. Seht euch das an, wie der hin und her jumpt. Der ist ja voll drauf. Okay. Jetzt aber.
Der kommt jetzt hier wieder zurückgefahren. Und ich bilde mir ein, ich muss auf den drauf. Ich bilde mir ein, ich muss auf den drauf. Und der wird dann eventuell durch die Barrikade durchfahren. Aber das wird sich erst noch zeigen. Ich muss auf jeden Fall erstmal den Kollegen da loswerden. Und ich darf natürlich nicht vergessen, hier aus dem Weg zu gehen, sonst erwischt mich das Fahrzeug auch noch. Jetzt aber. Ich glaube tatsächlich, so weit zurück fährt er gar nicht mehr. Gib mal Herzen her. 10 Stück. Läuft. Und sie da hinten? Kann ich sie von hier aus erwischen? Ich glaube, sie sind ein ganz normaler Zivilist, gell? Ich glaube, ich brauche mich nicht vor ihnen zu fürchten. Nichtsdestotrotz können wir uns mal unterhalten. Guten Tag. Hallo. Ja, Kleiner. Nimm den Zündschlüssel und fahr den Bulldozer für mich zurück. Das wäre lieb von dir. Ich habe keine Zeit dazu. Oh je, da ist ja wieder Arbeitsschutz und so alles, ne? Habe ich einen Führerschein dafür, hat er mich nicht gefragt. Wurde ich an dem Gerät unterwiesen? Ja. Bin ich 18? Alles nicht gefragt jetzt, ne? Also der setzt hier seinen Job aufs Spiel. Ganz eindeutig, ne? Hat er mich gefragt, ob ich was getrunken habe? Nein, ich könnte ja voll besoffen jetzt sein, ne? Aber egal, das ist ein Spiel. Wir wollen Spaß haben. Und wir werden Spaß haben, fürchte ich. Ja, wie komme ich jetzt aber da? Das ist der Bulldozer da oben, oder? Ist das das? Das heißt, da muss ich jetzt noch irgendwie so schnell mal eben hinkommen. Fahr den Bulldozer mal für mich zurück. Ich habe keine Zeit dazu. Okay. Mein Gott. Also wie gesagt, ich habe keine Unterweisung an dem Fahrzeug erhalten. Ich weiß jetzt nicht mal, was muss ich da prüfen, bevor ich losfahre. Es gibt ja eine Sicherheitsprüfung, die eigentlich gemacht werden sollte. Findet hier nicht statt. Naja, sei es drum. Ah, macht er alles automatisch. Also ich kann da gar nicht. So wirklich. Die Frage ist jetzt, wäre es schon geil, wenn ich selber steuern könnte. Ne? Aber wie gesagt, ich wurde ja nicht unterwiesen. Also ich mache da nichts. Ja, ich mache nichts. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Nun, jetzt kann man sich also hier die komplette Strecke angucken, die der Twinsen da mit dem Bulldozer fährt. Ja. Dann kann jetzt noch einen Moment dauern, bis wir bei den Felsen sind, ne? Aber wir schauen einfach mal dabei zu. Ich glaube, ich spule das von jetzt an ein bisschen vor. So, und da haben wir die Dinger weg. Mit einem Schlag aus dem Weg geräumt. So, dann sind wir auf dem nächsten Teil dieser riesigen Baustelle. Wieder zoomen wir ein Stück weit weg. Aha. Ja gut. Ja, Herzen könnten wir gebrauchen, aber... Ja, lass mal... Ah ja, gut. Vielleicht sollten wir ihn noch eine Weile buddeln lassen da drüben, ne? So. Ja, voll Energie. Ja gut, ein Kleeblatt weg, ne? Was soll's? Schauen uns noch ein bisschen hier unten um. Wir sind fast überfahren worden. Also der hätte uns jetzt wieder in eine Spirale hineingebracht, in der wir, oder aus der wir nie wieder herausgekommen wären. Hallo? Ja, Magic habe ich voll. Gib mir doch, ach nee, ich habe alles voll. Gib mir ein Kleeblatt. Sehr heftig, gell? Nicht ins Wasser fallen, Twinsen. Bitte nicht ins Wasser fallen. Es ist alles okay, solange Twinsen nicht ins Wasser fällt. Denn das ist sein sicherer Tod. So. Mich deucht, ich bräuchte hier vielleicht... Nee, da brauchen wir keinen Schlüssel. Da führt ja auch nirgends hin. Noch ein bisschen hier unten lang gucken, nur für den Fall, dass noch was Interessantes rumliegt. Glaube ich nicht wirklich. Ne, von hier aus sind wir auch gekommen. Ne, das müsste auch alles gewesen sein. Okay. Dann nehmen wir hier die Abkürzung hier wieder. Geht am schnellsten. Ich fürchte, da hinten kommen wir nicht durch, hinten links im... Wobei das... Nein.
Den lassen wir mal vorbei. Wie gesagt, der würde uns nur wehtun. So wirklich beballern. Doch, den können wir sogar beballern. Nicht wieder hier runter, bitte. Jetzt aber. So. Da oben ist wieder ein Bulldozer, aber der ist aktiv. Der wird uns mit Sicherheit auch töten. Wenn der uns sieht. Deswegen hier mal, da ist noch ein zweiter sogar. Hier müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Oder einfach nur schnell uns bewegen. Aber wohin denn? Ah, ich denke, ich muss einfach nur so zack, zack, bumm und knall. Ja, ja. In Ruhe. Weiß ich. Tschüss. Ja. So. Doch, hier drüber irgendwie, ne? Also, was... Ne, da hinten geht's raus. Da hinten geht's raus. Glaube ich. Oder? Nein! Wo dann? Was tun wir jetzt? Und hier jetzt echt mal gucken. Aus, einfach drumrum, wegrennen. Okay, der ist sportlich drauf, der Kerle, ne? So, der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Und den Schlüssel habe ich mir jetzt auch so gleich mit dem Ball wieder geholt. Okay, hätte man... Naja, das heißt, hätte man gleich drauf kommen können, aber... Wenn ich zu diesem Wagen hier rumfahren sehe, dann denke ich direkt an den Anfang des Spiels, als ich mich habe mit dem Müllwagen aus der Zitadelle rausfahren lassen, ne? So, was haben wir jetzt hier? Das ist auch wieder was Interessantes, ne? Wir sind auch schon wieder bald bei der Videolänge. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt ein Video beende, dass das nächste irgendwie vielleicht nur noch ganz kurz wird. So. Ist alles gut. Ist alles gut, Freunde. Nur noch ein Kleeblatt. Ja, was habe ich denn mit den ganzen Kleeblättern gemacht, sag mal? Alles klärchen. Also hier ist jetzt irgendwie komisch, ne? Wobei es sieht so aus, als ginge es da drüben mit irgendwas los. Ich muss vielleicht... Nee. Also man könnte da oben vielleicht reinspringen, weil das sieht oben offen aus. Aber auf der anderen Seite... Keine Ahnung. Also das ist mir tatsächlich jetzt gerade ein bisschen zu heikel hier. Aber auf der anderen Seite? Vielleicht? Ist das hier abschüssig so leicht? Hm. Ich muss mal die Situation ja kurz analysieren, ob es vielleicht Sinn macht, hier mit dem... Dingens drüber zu fliegen mit dem Jetpack. Ne, fällt ins Wasser mit. Okay. Hm. Also, das ist alles. Moment. Ich lade vielleicht auch mal. Ich hoffe mal. Ich hoffe, das hat es mir jetzt nicht gleich überschrieben. Ich hoffe, ich kann dieses Gebiet... Ja, da hatte ich zumindest mal... Ja, da hatte ich zumindest mal... Die Felsenspitze. Ich bin schon in der Felsenspitze. Jetzt bin ich wieder genau hier, habe aber wenigstens noch drei Kleeblätter. Und mich deucht allerdings... Mich deucht? Ich... Wir schauen uns das mal an. Also ich... Ich bezweifle zwar, dass das jetzt genau der richtige Weg ist, den ich jetzt einschlagen will, aber... Ich wüsste auch nicht, was soll ich auf dem Berg da oben? Ich kann da weder hochspringen,
Also sprich, dass ich da irgendwie oben in das schwarze Loch reinspringen müsste, das kann ich mir nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite sieht es natürlich rechts, was wir gleich sehen, so aus, als wäre da Zivilisation, ne? Also manchmal sind es tatsächlich die einfachsten Sachen, die einem nicht einfallen, ne? Einfach hier mal, und da merken die einen auch nicht, mit dem Jetpack lang geflogen. Einfach übers Wasser. Das Einzige, was mir jetzt halt Schlimmes passieren kann, ist, dass ich so ein bisschen blöd vom Stick abrutsche mit dem Daumen, ne? Weil jetzt gerade steuere ich Twinsen tatsächlich mit meinem Daumen auf dem Stick. Nicht auf dem Steuerkreuz. So wie ich das eigentlich favorisiere. Jetzt muss ich nur schauen. Ist jetzt nicht wahr, oder? Was ist denn das? Wir laden erneut. So. Also, ich habe jetzt mal wieder so eine Lösung gegoogelt. Und obwohl ich der Meinung bin, dass ich hier eigentlich nicht hochklettern kann, steht in der Lösung, ich soll hier hochklettern. Ist jetzt nicht wahr, oder? Der klettert halt einfach da hoch, ne? Oder also... niemals dran denken würdest, hochzuklettern. Natürlich. Ja, gut. Also wir sollen wohl auch alle Bauarbeiten. Also es sollen alle Bauarbeiter überwältigt werden. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Der Twinsen ist jetzt aus dem Bild geklettert. Der Twinsen ist aus... Also der Twinsen ist weg, ne? Ja. Also ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ne? Ist auch lang genug. Es wird von jetzt an nicht mehr lang dauern. Das konnte ich der Lösung entnehmen. Allerdings, ja. Hier nochmal durch und so weiter und so fort. Also zu Anfang dieser Sequenz. Ja, jetzt, wie gesagt, der Twinsen hat sich jetzt irgendwie verklettert. Der ist weg. Ich müsste jetzt eh neu diese Sequenz hier starten. Und bis ich da wieder alle Leute hier überwältigt habe und dann die richtige Stelle gefunden habe, wo der Berg hochzuklettern ist. Das kann vielleicht noch einen Moment dauern. Und soweit ich mich erinnern kann, gab es in dem Spiel auch noch so ein bisschen Abschlusssequenz und so weiter und so fort. Das heißt, also für ein einigermaßen ordentliches Video wird es auch im nächsten Teil noch reichen. Dieses Video beende ich an der Stelle aus offensichtlichen Gründen. Ne? Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn ich Twinsen hoffentlich wieder gefunden habe und wieder mit ihm spielen kann. Wenn es euch gefallen hat, gern Däumchen nach oben da lassen, Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, und ein Kommentar wäre auch super, vielleicht auch zu jener Situation. Kann man stundenlang drüber reden, bin ich überzeugt. Also, herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.